Unser heutiger Bericht behandelt ein sehr ernstes Problem der menschlichen Existenz, nämlich das der beliebigen Auswechselbarkeit der persönlichen Identität. Die Demonstration unseres heutigen Themas beginnt damit, dass Sir Stanley Laurel zur notwendigen Sicherung seiner vollen Identität ein neues Foto für seinen Reisepass benötigt. Erster Ort des dramatischen Geschehens, ein moderner, auf dem neuesten Stand der Fototechnik befindlicher Passbild-Express-Automat. Prima, jetzt werde ich entwickelt. Wird ein Bild von mir. Leider entspricht das Ergebnis nicht ganz den frohen Erwartungen. Aubake. Mistkasten. Deshalb begibt sich unser Freund auch stehenden Fußes zum Großbildstudio des weltbekannten Pop- und Modefotografen Tobias Linse. Würden Sie sich hier erst einmal vollkommen entspannen? Im Augenblick wird gerade noch ein Porträtfoto der beliebten Fernsehansagerin Mitzi Nölich angefertigt. Würden Sie mal einen ganz breiten Mund machen? Etwas mehr seitlich, bitte, ja? Und Brust raus, ja? Sie müssen mir Profil geben, ja? Und das Mündchen ganz breit aufmachen. So. Entschuldigen Sie. Aber Gnädigste, wie soll ich denn dabei fotografieren? Ich brauche Ihre Seite, sonst reicht die Platte nicht. So ist gut. Ich zähle bis drei. Eins, zwei, Mörde. Aber was kann ich denn dafür? Die Dame hat so einen Sexappeal, dass ich überhaupt nicht mehr weiß, wo ich hingehöre. Entschuldigen Sie vielmals, meine Dame. Nun läuft sie weg, da sehen Sie's. Durch Ihr Gequatsche. Jetzt kann ich mich mit Ihrem Pony beschäftigen. Steigen Sie darauf. Dankeschön. In diesem Augenblick nähert sich Erectus Notauge, der Kriminalinspektor vom Sittendezernat. Der gute Stan hat sich nach kurzer Überlegung dazu entschlossen, für das Foto als maghrebinische Nymphe zu posieren. Aha. Ein Abgrund von Unsittlichkeit. Hey, Sie da! Kommen Sie mal her. Inspektor Notauge von der Sitte. Was ist das hier für eine Schweinerei? Halten Sie den Mund, jetzt rede ich. Und während Stan alle Hände voll zu tun hat, um nicht vom Stängel zu fallen, steigert sich Inspektor Notauge zu einer selten erreichten Hochform. Mit glühender Begeisterung geißelt er die Unmoral, die sich allenthalben breit macht und die speziell bei Fotografen und in deren Labors zu wahren Schmutzgebirgen anwächst. Ein stinkender Höllenpfuhl. Zum Beispiel hier. Und sowas bannen Sie auf Ihre Platten? Solche Ferkel mit fast nichts an? Ich werde bei Ihnen gleich mal eine Haussuchung abhalten. Das kann ich Ihnen flüstern. Vorwärts! Oh, mein Modell. Es ist weg. Schau. Ich habe da eben etwas gesehen. Einen teuflischen Weiberrock. Da. Fangen Sie endlich an! Inspektor Notauge wurde wegen dieser unaufgeklärten Affäre später fristlos aus dem Dienst entlassen. Heute betreibt er mit besserem Geschick ein gutgehendes Antiquitätengeschäft. Unser Stan aber kommt nach diesen Strapazen endlich zu einem Foto für den neuen Reisepass, den er zur Ermittlung seiner Identität dringend benötigt. Diese ganze Geschichte fiel Stan am Kaffeetisch seines Freundes Oliver Hardy
und dessen süßen kleinen Frauchen plötzlich wieder ein. Der Kuchen schmeckt wirklich prima. Kann ich noch was haben? Du hast doch schon zwei Stücke gehabt. Das genügt doch. Bezahl mir erst mal die Miete und das Kostgeld. Das habe ich Olli gegeben. Was, das hast du Olli gegeben? Er hat gesagt, er wäre der Herr im Haus. Was soll ich da machen? Ach, interessant, er ist der Herr im Haus. Na, komm, komm, komm. Es war nur ein kleiner Scherz. Sei nicht böse, Häschen. Also, damit du Bescheid weißt, ich bekomme von jetzt an das Kostgeld. Tja, es wird langsam Zeit. Komm, Stanley. Wiedersehen, Häschen. Wiedersehen. Wollt ihr mir nicht gefällig sagen, wohin ihr geht? Ein bisschen an die frische Luft, Fußball spielen. Was sagst du da? Du willst Fußball spielen? Wieso denn nicht? Wenn man schwer arbeitet, muss man sich doch mal entspannen, nicht wahr, Stanley? Das ist sogar sehr wichtig. Wenn du dich entspannen willst, dann bleib zu Hause und wasch das Geschirr da. Wie komme ich dazu, Geschirr abzuwaschen? Ja, was sollen denn da seine Freunde denn... Halt dich gefälligst raus! Wäre ja noch schöner. Marsch ab in die Küche. Wir sehen uns ja heute noch. Nein, 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 kommt nicht in Frage. Wenn ich hier bleiben soll, um Geschirr abzuwaschen, kann er wenigstens abtrocknen. Das kannst du halten, wie du willst. Mir ist egal, wer hier was tut. Hauptsache, die Küche kommt in Ordnung. Vorher wird sich nicht verdrückt. Wenn wir aber damit fertig sind, dürfen wir dann ein bisschen Fußball spielen? Du kannst von mir aus tun, was du willst. Danke, Häschen. Mrs. Hardy. Hol mir die Abwaschschüssel. Stellt sie da drüben hin. Los, hol mir das Waschpulver. Ja, nicht das Geschirr vorzuspülen. Steh mir nicht im Weg rum. Zieh das Brett da raus. Nicht immer wieder in die Waschschüssel. Wenn du sie abgetrocknet hast, stell sie irgendwo an einen trockenen Platz. Alle
Halleluja, wir haben es bald geschafft. Komm, mach den Schrank auf. Ich stelle das Geschirr rein. Sieh nach, wer da ist. Ist Mr. Hardy zu sprechen? Es ist nur seine Frau da. Er ist weg. Du hast wohl was in den Ohren. Es klingelt doch wie verrückt. Ist was? Guten Tag, Mr. Finlay. Guten Tag. Was wollen Sie denn schon wieder? Ich möchte das Geld für die Möbel kassieren. Wieso? Die wurden doch gestern schon bezahlt. Aber liebste Frau, davon müsste ich ja auch was wissen. Oliver! Häschen, ich komme ja schon. Das wird sich sofort herausstellen. Oliver, sei ganz ehrlich, habe ich dir das Geld gegeben, um die Möbel zu bezahlen oder nicht? Natürlich hast du es weggegeben. Er sagt aber, die Möbel seien noch nicht bezahlt. Stanley hat das Geld, er sollte sie damit bezahlen. Wo hast du es, du Gauner? Rück es sofort wieder raus. Ich habe es ihm zurückgegeben. Was sagst du mir? Ja, um mein Essen und mein Zimmer zu bezahlen. Du hast es dann Häschen gegeben. Weißt du nicht mehr? Oh, willst du etwa damit sagen, dass das Geld, das er dir gegeben hat und das du ihm wieder zurückgegeben hast, damit er es mir gibt, dasselbe Geld war, das ich ihm gegeben habe, damit er es ihm gibt? Es könnte auch so gewesen sein. Das Geld, das du ihm gegeben hast und das er dann mir gegeben hat, damit ich es ihm gebe, war dasselbe Geld, das ich dann ihm zurückgegeben habe, damit er es dir gibt, um meine Miete zu zahlen, nicht wahr? Oh, Mr. Finlayson. Ich schulde Ihnen noch meinen Dank. Und 37 Dollar. Wenn es mir auch schwerfällt, Sie kriegen das Geld. Aber das nächste Mal will ich es nicht erst über 1000 Umwege, sonst platzt mir der Kragen. Er hat es dir gegeben, du hast es ihm gegeben, er hat es wieder ihr gegeben. Da wird man ja wahnsinnig. Du bist das größte Kamel, das ich jemals gesehen habe. Und dich, mein Freundchen, dich würde ich am liebsten rauswerfen. Das können Sie gar nicht. Warum kann ich das nicht? Weil ich mein Zimmer und mein Essen im Voraus bezahlt habe. Das Geld habe ich ihm gegeben. Aber du hast mir doch nicht das Kostgeld gegeben. Pass auf, es war das Geld, das sie mir gegeben hat und das ich dir dann gegeben habe, damit du es ihm gibst. Aber dann hast du es mir wieder zurückgegeben. Häschen hat es dann von mir gekriegt, damit sie es ihm gibt. Dann war also das Geld, das sie ihm gegeben hat, dasselbe, das ich dir und das... Genau so war es. Sie kann ihm meinetwegen so viel Geld geben, wie sie will. Ich sehe nur nicht ein, dass wir uns deswegen streiten. Ach, hört auf, hört auf. Es ist beschämend. Jetzt ist es so weit, dass die Gläubiger mich bis in meine Wohnung verfolgen. Ich weiß was. Was? Es ist vielleicht gar nicht so schlecht. Na, rede doch schon. Wie viel Geld habt ihr, du und deine Frau, auf der Bank? Eigentlich geht es dich einen feuchten Schmutz an, aber ich will es dir sagen. Wir haben genau 300 Dollar. Zufrieden? Warum hebst du deine Moneten nicht von der Bank ab? Bezahlst deine Möbel und steckst den Rest in die Tasche. Dann können dir die Gläubiger den Buckel runterrutschen. Sie können dich auch nicht mehr bis in deine eigene Wohnung verfolgen. Der Gedanke ist gar nicht so schlecht. Freut mich, dass er dir gefällt. Häschen! Stanley hat eine großartige Idee. Was für eine? Er meint, es sei gescheitert, wenn wir unser ganzes Geld von der Bank abholen und damit die Möbel bezahlen. Tut mir leid, wir werden nichts dergleichen tun. Ein für alle Mal, das Geld bleibt da, wo es ist. Und du, Struwwelpeter, kümmerst dich besser um deinen eigenen Kram. So ein Leichtsinn. Geld abheben von der Bank. Allmählich komme ich dahinter, dass du nicht für einen Gramm Krebs hast. Du lässt dir diesen Ton gefallen, Olli? Das läuft an mir runter wie Wasser. Gut, aber es wird allmählich Zeit, dass sie merkt, dass du hier der Herr im Hause bist. Wenn ich mit ihr verheiratet wäre, würde ich auf die Bank gehen, das Geld abheben und neue Möbel kaufen. Stanley, du hast in diesem Punkt absolut recht. Das wird jetzt alles anders. Komm mit. Weißt du denn, wo die Bank ist? Selbstverständlich.
$300. Das ist eine Menge Geld. Dafür kriegen wir schon was. Meine Damen und Herren, hier eine wunderbare antike Uhr. Sie ist gut und gerne Ihre $2,500 wert. 150 sind dafür geboten. Wer bietet mehr? 155. Danke, mein Herr. Sie werden dieses Angebot nicht bereuen. $155 für eine kostbare alte Uhr. 160. 160. 160. Hier kriegen wir vielleicht was umsonst. Ein Spottpreis für eine so herrliche alte Standuhr. $160. Eine einmalige Gelegenheit. Oh, treten Sie bitte näher, meine Herren. Hier vorne sind noch zwei Plätze frei. Sie haben Glück. Heute kriegen Sie die schönsten Sachen fast umsonst. Pardon. 200. $200. $200, das ist direkt geschenkt. Wer bietet mehr? 210. 210. $225. Das ist zu wenig. 225. 230. 230. 230 oh, zum Ersten. Einen Moment bitte. Gut, gnädige Frau. Ach bitte, mein Herr, tun Sie mir einen Gefallen. Ich habe mein Herz an diese wunderbare Uhr verloren. Aber leider mein Geld vergessen. Bieten Sie für mich weiter. Ich gehe schnell nach Haus und hole es. Es darf unter keinen Umständen jemand anders die Uhr bekommen. Ich werde Sie auch für Ihre Mühe gut bezahlen. Aber, meine Verehrteste, was glauben Sie denn? Ich bin Kavalier vom Scheitel bis zur Sohle. Was ist mir angeboten? 230 war das letzte Angebot. Wer bietet mehr? $230. 235. Bieten Sie fleißig weiter. Ich bin gleich wieder da. 235 zum Ersten, 235 zum Zweiten. Los, weiter! $240. $240 zum Ersten, $240 zum Zweiten und zum... 245. 245. 250. 250. 255. 255. 260. 260. 265. 265. 270. 270. 200 und... Was soll das? Du darfst mich doch nicht überbieten. Du musst nicht immer das letzte Wort haben. 275. 275. 280. 280. 285. 285. 290. 290. 290 zum Ersten, zum Zweiten und zum Dritten zugeschlagen, dem netten, dicken Herrn da vorne. Vielen Dank. Damit ist die Versteigerung für heute beendet. Hey, Sie! Kommen Sie her und bezahlen Sie Ihre $290 für Ihre Uhr. Ach, bitte einen Moment, Sir. Entschuldigen Sie vielmals, aber ich muss Ihnen etwas erklären. Wissen Sie, ich habe nämlich nicht für mich selbst gesteigert, sondern für eine Dame, die nach Hause gegangen ist, um ihr Geld zu holen. Das interessiert mich nicht. Wenn Sie hier mitbieten, dann müssen Sie auch bezahlen. Hallo, Chef. Was gibt's? Was gibt's? Der Kerl hat eine Uhr ersteigert und will sie nicht bezahlen. Keine Angst, wir kommen schon zu unserem... Nein, das wird sofort erledigt. Diese komischen Vögel kenne ich bereits. Wenn ihr nicht gleich das Geld auf den Tisch legt, rufe ich die Polizei. Nehmt eure Standuhr und verschwindet hier. Du gibst es ihm, er gibt es mir, ich gebe es... Ich werde wahnsinnig raus. Ich gebe es ihr, sie gibt es mir. Seid ihr noch nicht draußen? Guten Morgen. Guten Morgen, Mrs. Hardy. Ich habe nur eine kleine Frage an Sie. Sie wissen, mein Mann und ich haben ein gemeinsames Konto bei Ihnen. Ich möchte beantragen, dass es für ihn gesperrt wird. Wäre das möglich? Das ließe sich ohne weiteres machen, Mrs. Hardy. Aber ihr Mann ist ja heute Morgen schon hier gewesen. Ist schon hier gewesen. Was? Der hat Geld abgehoben? Jawohl, Madame, tut mir leid. Das Konto ist aufgelöst. Oh. Hey, Olli. Was ist? Lass uns einen Moment absetzen. Haben Sie es gesehen? Ich stelle das Ding mitten auf die Straße. Mr. Finlayson? Ja? War mein Mann bei Ihnen? Ja, vor einer Viertelstunde. Oh, dann bin ich ja beruhigt. Hat er Ihnen die Möbel bezahlt? Nein, leider nicht. Was hat er denn hier gewollt? Er hat sich eine alte Standuhr gekauft. Eine alte Uhr? Für was? Für $290 ist ja eine Kleinigkeit für ihn. Immer das gleiche Lied. Ich kann die Suppen auslöffeln, die du mir einbrockst. Was willst du ihr sagen wegen der Standuhr? Nichts, sage ich ihr, kein Wort.
Ich werde sie völlig im Dunkeln lassen. Wenn du nicht wieder alles vermasselst mit deiner Geschwätzigkeit, wird sie nie im Leben etwas davon erfahren. Hallo, Häschen. Was hast du denn? Wo ist die Uhr, Olli? Was für eine Uhr? Die du für 290 Dollar gekauft hast. Du träumst wohl, wer hat dir das eingeredet? Woher soll ich, armes Würstchen, 290 Dollar nehmen? Wo ist die Uhr, Strubelpeter? Keine Ahnung, Olli hat gesagt, er will dich im Dunkeln lassen. Und wenn ich in meiner Geschwätzigkeit nicht alles verrate, wirst du nie im Leben etwas davon erfahren. Du bist noch dümmer, als es die Polizei erlaubt. Los, Sterb! Kriegen wir heute was Gutes zu essen? Ja, weiche Birne gibt's als Nachtisch. So. Ist denn nicht gut? Ja, Sie können zu ihr. Zimmer 2, gleich hier rechts. Danke. Guten Morgen, Mr. Lordle. Guten Morgen, Schwester. Wie geht es, Mr. Hardy? Er ist auf dem Weg der Besserung. Gut, dann warte ich, bis er hier vorbeikommt. Ich setze mich so lange dahin. Schwester, sagen Sie Mr. Lordle Bescheid, er möchte sofort hierher kommen. Aber Doktor, Mr. Lordle ist ja schon längst hier. Ah, guten Tag, Mr. Lordle. Wir brauchen Sie. Kommen Sie bitte. Mr. Lordle, ich muss Ihnen leider mitteilen, dass Mr. Hardy einen Rückschlag erlitten hat. Die einzige Möglichkeit, ihn zu retten, wäre eine Bluttransfusion. Hä? Ich habe mit Mr. Hardy darüber gesprochen. Er meint, Sie als sein bester Freund wären bestimmt bereit, für ihn Blut zu spenden. Wie soll ich denn das machen? Oh, sehr einfach. Wir nehmen etwas Blut von Ihnen und übertragen das Mr. Hardy. Das gibt ihm Kraft, wieder gesund zu werden. Aber Herr Doktor, ich bin doch keine Blutwurst. Schwester, ja? Bereiten Sie Mr. Lordle für die Transfusion vor. Jawohl. Ein Moment. Bitte hier hinauf. Kann ich dabei wenigstens meinen Hut aufbehalten? Fertig, Schwester? Ja. Öffnen Sie das Ventil. Herr Doktor, sehen Sie mal. Schnell, schließen Sie das Ventil. Es geht nicht. Es muss, probieren Sie es. Oh. 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 Rufen Sie den Chefarzt. Oh, Doktor, der Fall Laurel Hardy. Was bitte damit? Kommen Sie. Mr. Laurel ist ohnmächtig geworden. Ich fürchte, wir haben ihm zu viel Blut genommen. Dann übertragen Sie jetzt Blut von Mr. Hardy auf Mr. Laurel. Aber das gibt doch ein unglaubliches Mischmasch. Was geht denn das mich an? Tun Sie, was ich sage. Jawohl. Mit allem kommen Sie zu mir. Komm raus! Immer das gleiche Lied. Ich muss die Suppe auslöffeln, die du mir einbrockst. Aber was kann ich denn dafür? Ich musste doch hinauf wegen der Bluttransfusion. Ich bin selbst ganz verzweifelt, dass ich so aussehe wie du. Und dann... Halt endlich deinen Mund und komm mit. Auf Wiedersehen, Mr. Hardy. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen, Mr. Lordle. Auf Wiedersehen, verehrte Dame. Ich habe etwas vergessen.